Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute oder beziehungsweise gestern sind die neuen Karten rausgekommen von Panini, und zwar die Road to UEFA Euro 2020. Ich habe hier für euch das Starter Pack und ihr seht hier schon fett 8,95 kostet das Starter Pack. Ich glaube, das ist so üblich. Ja. Und ich würde mal sagen, jetzt kommt erstmal das Intro und dann geht's weiter. So. Endlich sind sie draußen. Andere YouTuber haben schon mehrere Sachen gezeigt, wie Tins und Blister und Multipacks und halt das Starterpack hier und Display. So, und ich habe hier jetzt das Starterpack. Endlich kam es heute raus, also beziehungsweise gestern. So, hier drin enthalten ist ein Sammelordner, ein Gameboard, 5 Booster und ein Sammlermagazin plus die Limited Edition Card. Und die ist eigentlich in jedem Starterpack gleich. Und zwar ist das Toni Kroos. Das werdet ihr gleich noch sehen. So, hier unten. Das müsste Kylian Mbappé sein. Hier haben wir Lewandowski. Hier haben wir Hazard. Ronaldo. Hier haben wir Rakitic. Hier haben wir Reus. Und ja, da komme ich jetzt nicht auf den Namen. Jo. Jetzt hier ein Special Limited Edition Card, ja, das wissen wir. So, dann sehen wir noch die Rückseite. So, da sieht man dann, was alles drin ist. Und ich denke mal, wir schnacken nicht lange und öffnen das Teil mal. So. Wunderbar. Dann nehmen wir mal die Mappe raus und halt das Gameboard. Dann hier eins. Da kommt ein Geruch aus der Tüte. Ja, die 5 Booster und die Limi, und das war's dann natürlich. So, hier seht ihr es. Und ich habe endlich meine Kamera hier oben wieder. So. Das ist natürlich dann besser beim Aufnehmen, als wenn man die Kamera hier neben sich hat. So. Die 5 Booster, die legen wir uns mal hier oben hin. So. So, hier ist die Limi. Ja, ich finde die eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es hier nur die silbernen gibt. Richtig cool. Hier unten sind die Stats. Hier unten ist, wenn man Elfmeterkönig, wie es sich das nennt, spielt. Hier unten das Orangene ist die Position, also er ist Mittelfeldspieler. Hier unten hat man dann noch die, also das Land, für das er spielt. Dann steht hier der Name. Hinter dem Spieler steht dann Limited Edition. Ja, dann drehen wir die Karte mal rum. Und da seht ihr hier Mittelfeld, also Orange ist Mittelfeld. So. Die legen wir mal uns hier hin. So, dann zeige ich euch mal das Gameboard. Also hier das Cover, das sieht eigentlich genauso aus wie auf dem, wo das drin war. Also in der Tüte. So, hier ist das Gameboard. Also eigentlich wie immer. So, hier seht ihr es nochmal. Also Goalkeeper ist lila. Defender ist, also Abwehrspieler ist rot, Mittelfeld ist orange, Stürmer ist grün. Hier haben wir die Invincible, das sind natürlich alle drei Dings dabei. Und hier haben wir Auswechselspieler, grau, okay. Was geht dann hier darum? Genau, hier sind die Auswechselspieler. Okay, das war das Gameboard. Dann kommen wir hier zur Mappe. Und zwar ist sie schon fertig.
In anderen Starter-Packs muss man erstmal hier alles reinmachen. Also hier von oben oder so. So, das hier ist einfach nur, ja. Das Heft ist ja hinten. Irgendwo hängt es hier. Hier. So. Na? Jetzt haben wir es. So, hier seht ihr dann die ganzen Karten, wo es gibt. Also so die Basekarten. 225 Basekarten. Dann hier 144 Special-Karten. Oben sind die Fans-Favorites. Dann gibt es hier die Power-Up-Karten in der Mitte. Hier die. Und hier unten haben wir die Rares. Manche haben hier schon die Invincible gezogen. Und hier unten haben wir natürlich noch die UEFA Nation League Special Cards mit Pokal und allem. Ja, so, dann kommen wir mal hier hinten hin. Und Panini hat natürlich wieder hier Zahlen. Aber diesmal richtig. Also hier 1 bis 9 und hier geht es dann weiter von 10 bis 18. Okay. Hier geht es dann weiter von 19 bis 7. Also diesmal besser gemacht wie sonst immer. Und hier ist dann das offizielle Sammlermagazin. Das gehen wir mal ganz schnell durch, weil ja, wir wollen hier nicht künstlich in die Länge ziehen, oder? So, hier sieht man die Gruppen für die, dass man sich qualifiziert. Qualifikationsgruppen, so, jetzt haben wir es. So, hier, Deutschland ist hier natürlich mit den Niederlanden, Estonia und Belarus. Okay. So, hier geht es dann weiter. Hier sind dann die Spielregeln. Dann haben wir hier noch die Kartenaufstellung. Dann haben wir hier Anstoß. Achso, das ist alles fürs Spiel. Elfmeter natürlich. Dann haben wir hier Spielkontrolle. Ja, Grand Total. So, hier ist dann die App. Die kann man auf dem Tablet spielen, auf dem Handy, auf dem PC. Ja. So, hier die Karten. Genau, hier sind die Base-Karten. Dann haben wir hier die Fans-Favorites. Rising Stars gibt es 18 Stück. Also hier Fans-Favorite gibt es 45 Karten. 18 Rising Stars. Mats Hummels hat eine Fans-Favorite. Okay. Dann haben wir Goalstoppers. Wie viel gibt es davon? 9. Okay. Dann haben wir hier die Defensive Rocks, 9 Karten. Oh, da ist wahrscheinlich Boateng dabei, der ja leider auch jetzt nicht mehr dabei ist, wie Müller auch und Hummels. So, dann haben wir hier nochmal irgendwie die App, dass man hier die Codes natürlich eingibt und. Die kann man auch jetzt einscannen. Ich weiß nicht, ob man das bei der 2018 das auch machen konnte oder ob man die nur so eingeben musste mit dem, also per Hand, per Tastatur. So, hier haben wir dann die Key Players, 18 Karten. Dann haben wir die Game Changers, sind auch 18 Karten. So, hier haben wir dann natürlich die Expert Karten. Hier ist dann Müller dabei. Und Busquets und Pepe oder Pepe. Dann haben wir die 5 Karten Top Master. Und die Invincible natürlich. Also zwei Leute haben sie schon gezogen, die ich kenne. So, dann haben wir hier 18 Karten in der Nation League. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier, ja, da ist ja Deutschland ziemlich abgestiegen. So, hier haben wir dann super starke Karten. Okay. Au, oh, hier haben wir dann Werbung.
Hier ist dann die Big Tin oder wie man die nennt. Da gibt es dann noch die Mini Tin. Hier haben wir die Premium Tüte. Hier haben wir die Premium Gold Tüte. Ja. Hier haben wir dann. Was ist das hier? UEFA Euro Teilnahmen, UEFA Euro Titel. Okay. So, hier haben wir dann die Mannschaften und was für Karten die haben. So, oder wo ist Deutschland? Hier haben wir Deutschland. Deutschland hat 6 Special Karten, okay. 2 Fans Heralds, Rising Stars, Goldstopper. Keine Rising Star und kein Goldstopper. Ein Defensive Rock, ein Key Player und ein Game Changer. Topmaster, auch keine. Eine UEFA Euro Expert. Okay. Naja. Egal. So. Ganze Mannschaften. So, und hier haben wir dann die Checklist. Also hier kann man. Ne, hier kann man nicht abhaken. Aber hier kann man also abhaken. Komisch, hier haben sie was hingemacht. Ah, doch, hier. Man kann sie doch abhaken, okay. So, hier seht ihr es. Die weißen, also hier die, sind alles die Base-Karten. Hier sind dann die Special-Cards, Fans Favorite. Hier sind die Rising Stars. Dann kommen hier die Goldstoppers. Hier kommen die Defensive Rocks, die Key-Players und Game-Changers. Und dann kommen natürlich noch die Nations League-Karten. Und das ist dann hinten und somit war es das mit dem Magazin. So. Also das Magazin ist immer richtig nice von Panini. So. Legen wir es mal so hin und dann kommen wir noch zu den Boostern. Vielleicht haben wir Glück wie eine andere, die ich auf YouTube vorhin gesehen habe. Sie hat nämlich die Rare gezogen im Starter Pack. Also, ja, Rare, die Invincible meine ich. So, am besten machen wir es so auf. So, die ersten Karten auf meinem Kanal von dieser Serie. So. Jetzt seht ihr sie wunderbar. Hier haben wir Patrick Schick. Okay. Ui, hier haben wir die erste Game Changer Karte und zwar Marcus Rashford. Richtig cool. Ich finde den Hintergrund richtig nice. Richtig cool gemacht. 93 Angriff. Wow. So, wartet mal, ich zeige euch mal nach. Na gut, die Rückseite sieht genauso aus wie bei der Limmy eigentlich fast. Okay. So. Also hier Base-Karten und hier kommen dann die Special-Karten hin. Rashford. Dann haben wir hier Severovic. Dann haben wir hier Kesarü. Dann Thomas Lahm. Und Dele Alli. Das war der erste Booster. Oh, ich wollte euch ja noch zeigen. Hier gibt es normalerweise 3 verschiedene Booster. So. Hier seht ihr es. Hier ist Griezmann drauf. Und Kyle Lafferty oder wie der heißt. Und jo. Dann hört es bei mir schon auf. Hier haben wir Forsberg drauf. Und Lewandowski. Hier haben wir Toni Kroos und hier haben wir Niederländer und ja, mit Namen habe ich es halt manchmal. So, öffnen wir Booster Nummer 2. So. Wir drehen sie erstmal. Wieso sind die denn jetzt alle so rum? Lol. Das ist noch viel Kram. Hier haben wir Steven Super.
Und hier haben wir die erste Fans-Favorite. Und zwar Nikolai Stanziu oder Stanziu? Keine Ahnung, ob das so stimmt. Hier haben wir Attila Fiola. Dann haben wir hier Corey Evans. Marco Verratti. Und Jan Vertonghen. Kommen wir zum dritten Booster. Ich werde mir noch ein Display besorgen. Ich habe hier noch ein Blister und ein Multipack habe ich hier noch. Das kommt auch noch. Vielleicht morgen. So, hier haben wir Lukas Radecki von Leverkusen. Oh, hier haben wir die nächste Fans Favorite und zwar Paulus Arajuri. So drehen. Dann haben wir hier Thomas Wacklick. Oder ich denke mal, das stimmt so. Als nächstes haben wir hier Kyle Walker. Und die ist auf dem Kopf. Okay. Hier haben wir Andreas Christensen. Und hier haben wir dann Jorginho Wijnaldum. Noch zwei Booster und dann war es das für dieses Video. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Serie sammelt. Ah, ein Grinsen kommt in mein Gesicht und ne, die hebe ich mir auf bis zum Schluss. So, einmal so rum. Alles verdreht. So, hier haben wir Zavellas. Dann haben wir hier Uronen, okay. Dann haben wir hier Ayhan. Hier haben wir, hatten wir den nicht schon vorhin schon? Vertonghen. Ja, egal. Hier haben wir Lovren und jetzt kommt die erste Rare und es ist Pepe. Ups, da fällt mir sie schon aus der Hand vor lauter. Die erste Rare und das auch im Starter Pack. Richtig nice. Normalerweise macht Panini ja so, ist das gestanzt. Hier ist nichts gestanzt, also das ist nur aufgedruckt. Ja, also da finde ich diese Karten oder diese Karten hier noch etwas besser. Also hier der Hintergrund ist noch besser. Aber richtig cool, dass ich die Rare gezogen habe. 96er Abwehrwert, lel. Richtig cool. Kann ich dann in meine Videobeschreibung reinhauen. Rare gezogen. Richtig geil. So. Gucken, dass hier nicht nochmal alles verdreht ist. Natürlich. Oh, Ronaldo im Pack. Ronaldo. 90er Angriffswert, richtig nice. Hier haben wir Robertson als Fans Favorite. Das ist schon meine dritte. Hier haben wir Jasper Thielissen. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Hier haben wir dann Kevin De Bruyne, KDB. Hier haben wir dann Okai Yukuslu. Und die letzte Karte ist Juraj Kuka. Ja. Also es hat sich gelohnt hier. Ein Rare, drei Fans Favorites und eine Game Changer. Und natürlich hier die Limi. Darf man nicht vergessen. So, ihr könnt ja mal
auch noch schreiben, ob ihr die Serie auch sammelt. Und falls euch dieses Video gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen nach oben. Würde mich sehr darüber freuen. Und falls du noch kein Abonnent von meinem Kanal bist, wäre ich sehr zufrieden, wenn du ihn abonnieren würdest. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!